Gott, Lampi, du glühst ja richtig. Ich hab Bernhard, ich hab gesagt, wir machen den Lampenfieber-Gag nicht. Leben bekommst du mich nie! Grundkurs Slam! Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Lennart Hamann. Und ich bin Hannes Maas. Wir zwei sind der Bereicherungsbetrieb. Und das hier ist Grundkurs Slam. Das Format auf Poetry Slam TV, bei dem wir euch erzählen, wie wir Texte schreiben würden, wenn wir nicht so verdammt aufgeregt wären. Irgendwann sind die ersten Texte geschrieben und man ist bereit. Bereit für die große Bühne, für den Auftritt, für das Publikum, den Applaus, für die Bewertung. Oh Mann, Lennart, ich kann das nicht. Sorry. Oh Mann. Oh, wo ist die Tür? Das größte Problem für viele beim ersten Auftritt ist die lähmende Aufregung davor. Vom Zittern übers Nägelkauen bis zum vollkommenen Stillstand. Aufregung kann euch euren ersten Auftritt ziemlich vermiesen. Bei Tipps gegen Lampenfieber ist es ein bisschen so wie mit Tipps gegen Schluckauf. Es gibt Dutzende davon, keine funktioniert wirklich ausnahmslos und alle, die häufig damit zu tun haben, haben ihre ganz eigene Methode, um damit umzugehen. Einige Methoden überschneiden sich dabei sogar. Du, Hannes? Ich bin voll aufgeregt. Wow! Hilft das denn? Nee, aber ich hatte Schluck auf. Und? Ich weiß nicht. Aber jetzt bin ich aufgeregt. Also, was sind unsere Tipps gegen Lampenfieber? Ich stelle mir das Publikum immer nackt vor. Wenn du auf der Bühne bist. Nee, dann nicht. Das, worauf ihr vermutlich am meisten Einfluss habt, ist eure Atmung. Wenn ihr also merkt, dass ihr super aufgeregt seid, sucht euch einen ruhigen Ort und nehmt einige tiefe, langsame Atemzüge. Mir persönlich hilft es immer, meinen Text vor dem Auftritt nochmal im Kopf durchzugehen. Und dabei nicht einfach ruhig sitzen zu bleiben, sondern mich ein bisschen durch die Gegend bewegen. Dadurch vergeht ein bisschen Zeit, ich werde die angestaute Energie los und merke, dass ich meinen Text doch eigentlich ganz gut kann. Und dabei bist du nicht der Einzige. Viele Slam-Backstage-Räume sind voll mit Leuten, die auf und ab gehen und ihre Texte vor sich hin murmeln. Vielleicht geht ihr auch lieber damit nach draußen, damit sich nicht alle auf die Füße treten und ihr ungestört bleibt. Aufregung entsteht häufig, weil man mit seinen Gedanken alleine ist und alle Horrorszenarien, die so auf der Bühne passieren können, noch einmal durchgeht. Man vergisst seinen Text. Der Hosenstall ist offen. Man stolpert und fällt hin. Bienen. Also kann eine Ablenkung eine gute Idee sein. Ihr könntet zum Beispiel ein bisschen Musik hören, um euch runterzubringen. Oder ihr nehmt eine Person mit, der ihr euch anvertrauen könnt, die eure Sorgen versteht und die euch Sicherheit gibt. Freunde, Geschwister, Eltern, vollkommen egal. Wichtig ist, dass ihr euch wohlfühlt. Bei den meisten Slams können die Auftretenden sogar Leute auf die Gästeliste setzen, damit die dann umsonst reinkommen. Also fragt bei den Veranstaltenden nach, ob ihr Leute mitnehmen könnt. Aber übertreibt es dabei nicht. Also, das ist meine alte Deutschlehrerin, das ist der Bruder meines Automechanikers, das ist ein Zeuge Jehovas, den ich auf dem Weg aufgegabelt habe, und das ist Katrin, die kommen alle mit rein, oder? Die Aufregung kann häufig dazu führen, dass man seinen Auftritt so schnell wie möglich hinter sich bringen will. Und das Gefühl nach dem Auftritt dann ist großartig, aber versucht auch die Zeit auf der Bühne zu genießen. Anfängerinnen und Anfänger lesen ihre Texte häufig zu schnell und ohne Pausen. Und wer will's ihnen verdenken? Schließlich kennen sie ihren Text ja schon. Alle Figuren, alle Gedanken, alle Witze. Aber vergesst nicht, euer Publikum hört diesen Text zum ersten Mal. Deshalb gerade beim ersten Auftritt schraubt das Tempo etwas runter und setzt Pausen. Geht euren Text mal durch und überlegt euch, was sind die wichtigsten Stellen in meinem Text? Was sind die schönsten Bilder? Was ist das, was mein Publikum aus diesem Text mitnehmen soll? Und setzt nach diesen Stellen kurze Pausen. Damit die Leute auch wirklich alles aufnehmen können. Manchmal kann man aber auch alles richtig machen und trotzdem springt der Funken zum Publikum nicht über. Derselbe Text kann am einen Abend den Sieg bringen, am nächsten schon in der Vorrunde rausfliegen. Auch wenn die Bewertungen das sind, was Poetry Slam ausmacht, sind sie nicht das, worum es letzten Endes geht. Oder um es mit den Worten von Alan Wolfe zu sagen, the points are not the point is poetry. Natürlich freut man sich, wenn man eine gute Bewertung bekommt, aber niemand interessiert sich noch dafür, wer vor 5 Jahren den Poetry Slam in Tüsdorf an der Ille gewonnen hat. Eine schlechte Bewertung ist nicht das Ende der Welt. Im Gegenteil, sie kann euch zeigen, an welchem Text ihr vielleicht noch mal ein bisschen schrauben solltet. Wenn ihr euch dessen immer bewusst seid, kann euer erster Auftritt nur das machen, was er in erster Linie soll. Ein astrein Streuselkuchen. Spaß! Nervosität, Aufregung, dieses leichte Kribbeln im Bauch vor einem Auftritt, all das geht niemals vorbei und das ist auch gut so. Aber hier kommen trotzdem unsere 5 Tipps für euren ersten Auftritt und gegen Lampenfieber, damit ihr euch etwas sicherer fühlt. Es gibt eine Menge Tipps gegen Nervosität. Probiert Dinge aus und findet etwas, was euch Halt gibt.
Geht vor eurem Auftritt noch einmal den Text durch. Wenn es euch hilft, bewegt euch etwas dabei. Nehmt Support mit dem ihr gute und auch schlechte Momente beim Auftritt teilen könnt. Das Publikum hört euren Text zum ersten Mal, also werdet nicht zu schnell und setzt Pausen. The points are not the point is poetry. Schlechte Wertungen sind nicht das Ende der Welt und eine Chance. Also Kopf hoch und weitermachen. Das war's für heute mit Grundkurs Slam. Nächste Woche sind wir dann wieder da mit ein paar neuen Tipps. Wenn es euch gefallen hat, schaut doch gerne bei uns bei YouTube oder bei Instagram vorbei. Bei beiden heißen wir Bereicherungsbetrieb. Hier sind noch ein paar Videos von Poetry Slam TV und der Rest erklärt sich von selbst.